Comeback für den Vorarbeiter der Torfabrik. Olaf Marschall ist wieder da und die Sonderbewacher natürlich auch. Es gibt Tage, da bleibt man als Fußballer am besten im Bett. Der gegen Leverkusen war so einer. Martin Wagner im Pech. Otto Rehhagel in Rage. Und Bayer in Lauerstellung auf Fehler, die zwangsläufig kommen, wenn man die Chancen nicht nutzt. Peinlich verwehrte das Missverständnis zwischen Katletz und Süß. Paulo Rink stand völlig frei. Und Kirsten durfte seine Führung gegenüber Marschall in der Torjägerwertung ausbauen. An ihm alleine lag's wahrlich nicht. War die Krise jetzt da?